Ja, der typische Fliegenfischer trägt natürlich Warthose, Kappe und eine Weste. Und weil ich 40 geworden bin, dachte ich, ich gehe jetzt auch in den Club der Fliegenfischer mit Weste und habe mir die Convertible von Patagonia geholt. Und ich muss sagen, erster Eindruck, ziemlich cool. Bin jetzt damit 3 Tage unterwegs gewesen zum Saisonstart, habe erste Erfahrungen mit dem Produkt gemacht und möchte die eigentlich überhaupt nicht mehr hergeben. Und auch für die Jüngeren da draußen könnt ihr getrost Weste tragen, das wird wieder sexy. Also, was zeichnet dieses Produkt aus? Auf jeden Fall auf der Vorderseite die vielen, vielen unterschiedlichen Taschen in unterschiedlicher Größe. Ich habe also für die Trockenfliegenfischerei, für die Nymphenfischerei, für die Streamerfischerei alles dabei. Das heißt, ich habe mehrere Boxen. Auf jeder Seite eine fette Box voll mit Mustern. Ich habe diverse Vorfachmaterialien, auch die großen Spulen. Hier finden locker 6-7 Spulen drin Platz. Ich habe Bissanzeiger dabei. Ich habe alles dabei, was ich für den Saisonstart und eine ungewisse Fischerei benötige. Und das Ganze findet Platz, übersichtlich verstaut, hier in dieser Weste. Also, Taschen in unterschiedlicher Größe sind auch so ein bisschen dehnbar. Das gefällt mir auch ganz gut. Also kann man wirklich, wenn man möchte, ganz gut was reinbekommen. Dann, ihr seht es hier, meinen Nipper habe ich hier fixiert. Meinen ADH Fishing Retraktor habe ich hier festgemacht für mein Fliegenfett. Also auch hier nochmal ein paar Ösen und Befestigungsmöglichkeiten, damit ihr schnell was zur Hand habt, aber gleichzeitig nicht die ganze Zeit irgendwas hier vorne rumbaumen. Was mir auch gut gefällt, das Ganze ist wirklich super leicht. Ich mag ja nicht gerne so dick bepackt sein, sondern ich bewege mich viel. Ich warte auch gerne tief. Das Ganze ist relativ kurz geschnitten. Kann ich nochmal schön auf den Körper anpassen mit so einigen Straps und Möglichkeiten, das Ganze auch schön hoch und kompakt zu tragen, um tief einwarten zu können. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Weil das Ganze hinten mit dem Mesh so dünn aufträgt, könnt ihr auch easy peasy einen Rucksack drüber tragen. Also das Ganze ist wirklich noch komfortabel. Ihr merkt die Weste auf dem Rücken überhaupt nicht. Der Name Convertible Mesh setzt sich natürlich aus 2 Dingen zusammen. Mesh bezieht sich dabei auf die Rückseite der Weste. Die besteht nämlich einfach aus einem großen Meshfach, wo ihr zum Beispiel Proviant oder eine leichte Wartjacke reinpacken könnt. Und das Convertible kommt daher, dass ihr diese Weste mit einem Rucksack kombinieren könnt. Das heißt, ihr könnt mit einem Klick Vorder- und Rückseite voneinander trennen und könnt dann das Taschensystem hier vorne mit dem Trägersystem eures Rucksacks kombinieren. Und das geht wirklich schnell und einfach und funktioniert nicht nur mit Patagonia-Rucksäcken, also auch mit anderen Rucksäcken, die hier vorne an den Schulterträgern so kleine O- oder D-Ringe haben, könnt ihr diese Convertible Mesh kombinieren, könnt sie vorne dran packen und seid dann auch für lange Tage am Wasser super ausgerüstet. Habt ihr vielleicht gesehen bei unserem Freund Christoph Menz von Patagonia in ein paar anderen Videos. Der läuft sehr gerne damit rum. Der ist nämlich auch alt genug für den Westen, sage ich euch. Also, ich gehe jetzt noch eine Runde hier mit Fischen. Auch tief einwarten, wie gesagt, kein Problem, weil das Ganze schön kompakt und kurz geschnitten ist. Und ich würde sagen, ihr müsst nicht 40 sein, um auch eine Weste zu tragen. Schaut sie euch unbedingt mal an. Die Westen bei uns im Shop, zum Beispiel die Convertible Mesh von Patagonia. Viel Spaß damit, Tightlines, und bis dahin.